So, wir sind wieder in der Werkstatt. Die Felgen und die anderen sandgestrahlten Teile sind jetzt grundiert in diesem Grau. Na, hier auch mal die Innenseite. Es bildet eine schön glatte Oberfläche. So, wo sind denn die Kappen? Ah, hier. Die habe ich hier oben auf dem Dach stehen. Nehme ich mir gerade mal. Da. Bildet eine ganz glatte Oberfläche, diese Grundierung. Das wird dann nochmal mit P600 Papier nass geschliffen und dann kann lackiert werden. So, wir sehen hier den zweiten Rahmen bereits montiert. Die Hinterachse ist drin, die Vorderachse ist drin. Die Rad-Reifen-Kombination bzw. die Räder habe ich jetzt erstmal nur probeweise verschraubt, um zu sehen, ob soweit alles passt. Und man sieht jetzt auf den ersten Blick schon, dass sich die Hinterachse vom vorderen Chassis und die Hinterachse vom hinteren Chassis deutlich unterscheiden. Das liegt darin, für meinen LKW im THW-Design habe ich mich für die Einzelrad Adapter von Scalar entschieden. Dadurch wandert die gesamte Narbe nach außen und man sieht hinterher nur noch den Deckel. Beim Wohnmobilaufbau, der hier entsteht, sollte ich mich an die originalgetreue Optik halten. Das heißt, wir sehen in der Mitte die Narbe der Achse und die Felge herumgedreht quasi als Tiefbett. Das war so gewünscht, deswegen baue ich das so. Ja, wie man sieht, lässt sich der Rahmen auch ordentlich verschränken. Ich nehme mal kurz das Klebeband hier weg. So. Ja. Und wenn man die Teile jetzt nebeneinander stellt, sind sie absolute Zwillinge mit Ausnahme der hinteren Radnarben. Wie man sieht, hat sich bei mir beim LKW ein bisschen was getan. Auf den ersten Blick ist unschwer zu erkennen, dass die Pritsche sich in einem gut fortgeschrittenen Stadium befindet. Die Pritsche ist ein kompletter Eigenbau von mir nach eigener Konstruktion. Also ich habe die Datei selbst gezeichnet und dann haben wir hier im Verein die Möglichkeit, die Teile entsprechend auszufräsen. Und jetzt befinde ich mich gerade dabei, hier diese Miniatur Ösenschrauben einzuschrauben, um hinterher auch die Plane befestigen zu können. Dann habe ich heute eventuell noch vor, die Spriegel zu löten, um hinterher die Plankonstruktion zu tragen. Hier auf dem kleinen Cetrus sieht man mal so eine Mini-Ösenschraube. Also die sind wirklich sehr klein. Das ist eine sehr filigrane Arbeit, aber das lohnt sich total. Auch hier die Pritsche besitzt einen Hilfsrahmen aus Aluminium. Wie gesagt, ich habe mir das alles aufgezeichnet in 2D. Das 3D-Bild entsteht nur bei mir im Kopf. Deswegen kann mir auch keiner die Pläne klauen. Yep.